Ja, das sind die Informationen, auf die wir alle gewartet haben und gehofft haben. Die Patch Notes zum europäischen Nordmeer sind raus. Das neue Gewässer kommt mit diesem Patch. Wir schauen in die Patch Notes rein, die gerade veröffentlicht wurden. Und nebenbei lassen wir doch einfach nochmal hier ein bisschen Impressionen vom Nordmeer laufen, damit man auch im Idealfall direkt ein Bild dazu hat. Fangen wir also an. Ein neues Gewässer wurde dem Spiel hinzugefügt. Das europäische Nordmeer. Ja, es ist tatsächlich raus. Der Zugang ist ab Level 34 möglich. Und jetzt kommt eine ganz wichtige Einschränkung. Auf Computern, die die Mindestsystemanforderungen für diese Map nicht erfüllen, ist der Zugang zum europäischen Nordmeer nicht möglich. Bedeutet also, wenn man mit seinem Rechner da hart am Limit ist, dann wird das wohl nicht möglich sein, dort zu angeln. Kommen wir zum nächsten Punkt. Für Spieler unter Level 34 wurde die Option zum Kauf einer Angeltour zum Nordmeer eingeführt. Das ist diese sogenannte 5-Tage-Bootstour, die Urlaubstour. Dazu werde ich hoffentlich sehr bald noch mal ein extra Video machen, wo das nochmal genau erklärt wird, wie das mit den Kosten ist und was man dazu natürlich alles bekommt. Also das schauen wir uns dann alles im Detail nochmal in einem anderen Video an. Für das Gewässer Europäisches Nordmeer sind drei verschiedene Pakete unbefristeten und unbegrenzten Zugang zum Kauf erhältlich, die zusätzlich zum unbegrenzten Zugang eine Reihe einzigartiger Items enthalten. Was bedeutet das? Das bedeutet, wir haben ja jetzt auch schon die Möglichkeit, die verschiedenen Gewässer mit Gold permanent zu kaufen. Das heißt, wir kaufen den Zugang einmal mit Echtgeld und dann ist der Zugang immer frei für uns. Das ist auch jetzt schon für alle Gewässer möglich. Bei dem, was da jetzt kommt, gibt es zusätzliche Bundle oder Packs. Das heißt, du hast den Zugang und dazu bekommt man zusätzliche Items, die es so in der Art auch schon im Game gibt, aber rein optisch so noch nicht im Game gibt. Das bezieht sich dann auf Angelrollen, Routen. Und ja, in diesen Packs sind dann eben sowas wie Köder zum Beispiel auch noch mit drin. Also das ist einfach ein zusätzlicher Boost, wenn man dann sagt, okay, ich hätte gern das Zusatzpaket mit allem drum und dran und unbegrenzten Zugang, dann hat man darüber eben die Möglichkeit, sich einfach so ein bisschen was Exklusives auch noch dazu zu holen. Ja, dann eine wichtige Sache, die natürlich absolut der Hammer ist. Es sind 40 verschiedene Fischarten. Wir haben das ja im Stream auch schon gut gesehen. 40 neue Fischarten wurden dem Spiel hinzugefügt. Die Bewohner des Nordmeers heißt es dort. Ja, und diese Fischarten gilt es jetzt natürlich zu entdecken. Das wird wirklich harte Arbeit. Wir werden sehr, sehr, sehr viel suchen. Heißt also für den Austausch am besten direkt unter dem Video hier den Link zum Discord anklicken. Registriert euch dort und dann können wir gemeinsam uns austauschen, Spots suchen, Erfahrung teilen. Das wird super wichtig werden, weil wir eben hier alle bei Null sozusagen starten und es wird ein richtig hartes Gesuche nach richtig gut funktionierenden Spots, wo man zum einen XP macht, Skillpunkte bekommt und natürlich auch noch Silber verdient. Neue Arten von Angelgeräten für das Meeresangeln sind jetzt verfügbar. Das sind natürlich sowas wie Rollen, das sind natürlich auch sowas wie Routen. All das wurde natürlich auch schon im Livestream gezeigt, das konnten wir uns schon anschauen. Da sind richtig, richtig große, gute Rollen dabei, richtig spannende Routen,
auch wieder mit ganz neuen Tragfähigkeiten, ganz neuen Wurfgewichten, also absolut wichtig jetzt fürs Meeresangeln. Verschiedene Köder für das Meeresangeln wurden hinzugefügt. Ja, auch das durfte natürlich nicht fehlen. Wir haben jetzt eine große Anzahl von Pilkern, also von Metall- bzw. Bleiködern, die halt sehr, sehr schnell absinken können oder im Absinken noch ein bisschen trudeln und dadurch extra locken. Also das klassische Pilken. Auch dazu, zu den ganzen Methoden, folgen demnächst natürlich Erklärvideos, wie man da am besten vorgeht. Dazu kommen verschiedene Montagearten und Rigs, wo wir dann eben auch Köder in Kombination anbringen können, wo wir ja sowas auch wie Garnelen oder sowas verwenden können als Köder. Also es wurde einiges mit dazugefügt, hinzugefügt, wo wir eben dann das Meeresangeln mit richtig gut betreiben können und auch eben testen können, welche Fischarten haben welche Vorlieben an Ködern. 10 neue Meeresmontagen wurden implementiert, von denen viele die Verwendung mehrerer Haken oder Köder erlauben oder beides. Das heißt also, wir haben dann die Möglichkeit, zum Beispiel den Pilker zu nehmen. An den Pilker kommt noch ein Beifänger, so ein kleiner Seitenarm mit nochmal einen Haken dran. Das kann dann nochmal locken und dann kann man später nochmal was dran bauen. Es wird also eine richtig lange, so eine Paternoster-Montage. Und dann kann man da eben ganz, ganz viele verschiedene Köder kombinieren. Auch zum Teil Fischfetzen oder eben diese Pilker in Kombination mit Gummifischen und so weiter und so weiter. Also da auch da gilt es halt richtig viel zu probieren, was eben sehr schön ist. Dieses Freischalten Stück für Stück der Montage, also dieses Montagearten freischalten, ergibt quasi immer mehr Möglichkeiten. Wir haben ein richtig gutes Fortschrittsgefühl, wenn wir schön von Level 0 auf Level 100% im Meeresangeln uns weiter skillen und weiter probieren. Wir haben immer mehr Möglichkeiten, spezielle Fischarten gezielt zu beangeln. Da wird das richtig spannend, auch da wieder rauszufinden, welche Montageart ist am besten geeignet für welchen Fisch. Ja, und zu den Montagearten darf natürlich auch ein Skillbaum nicht fehlen. Dazu dann der kurze Satz. Ein neuer Fertigkeitsbaum wurde hinzugefügt, Meeresangeln. Heißt also auch da, ja, wir können die Montagearten, die alle reingekommen sind, auch skillen, die Routen auch noch skillen und dadurch natürlich unsere Chance erhöhen, dass wir was fangen. Dann wurden die Meeresrekorde auch in diesen Ranglisten noch hinzugefügt. Auch da haben wir dann nochmal eine zusätzliche Information über Meeresrekorde in der Rangliste. Dann wurden auch noch neue Handwerksrezepte implementiert. Wir können jetzt Meeresvorfächer, Schocklieder und neue Angelköder herstellen. Das sind dann sowas wie diese Fischfetzen, die Filets oder diese Streifen aus den Fischen rausgeschnitten, aber eben auch noch andere Köder, die wir dann auch noch herstellen können. Ja, wo kaufen wir jetzt unser Meerestackle? Wir kaufen das natürlich im ganz normalen Angelgeschäft. Und damit das alles so ein bisschen übersichtlicher wird, gibt es dort einen extra Bereich Meerestackle. Also auch das wurde dem Angelgeschäft hinzugefügt. Es gibt also keinen Spezialshop, der dann nur fürs Meeresangeln zur Verfügung steht. Ja, und wenn wir dann schon im Shop sind, gibt es da natürlich auch mehrere neue Stationärrollen und einige neue Konventionalrollen. Auch das super wichtig, richtig spannende Stationärrollen, mächtig große Konventionalrollen. Auch das halt super interessant. Damit wird das Angeln im gesamten Game auch bestimmt deutlich spannender, an manchen Stellen vielleicht sogar auch einfacher. Ja, neben den Rollen sind dann natürlich auch die Pilkruten und die Bootsruten im Angelgeschäft dann erhältlich. Pilkruten, damit starten wir. Auch dazu gibt es dann im späteren Verlauf des Tages nochmal ein Video. Das heißt, nachdem wir hier die Patchnotes jetzt haben, startet dann danach das Informationsvideo zum Pilken und zu den ersten Schritten im Game. Was macht man am besten als erstes? Was kauft man sich als erstes, um schnell vorwärts zu kommen? Und
dann startet man, wie gesagt, ja mit den Pilgrouten. Später im Verlauf kommen dann die Bootsrouten. Das sind die richtig, richtig schweren Knüppel sozusagen, die ganz, ganz schweren Routen, die wir dann allerdings auch nur mit Konventionalrollen beangeln können. Das ist natürlich dann auch wirkliches Endgame-Angelgerät. Etwas, was richtig Spaß macht, wo man wirklich eine schöne Veränderung hat im Game, sind die Multicolor-Angelschnüre. Die Multicolor-Angelschnüre berechnen quasi, wie viel Schnur wir ausgeworfen oder haben absinken lassen. Und das machen sie immer in 5-Meter-Schritten. Also eine Farbe gleich 5 Meter. Und dementsprechend sehen wir dann eben ganz schnell auch unten in einer Anzeige, wie viel Meter Schnur jetzt wirklich ausgeworfen wurde, beziehungsweise wie viel wir noch einholen müssen. Also das ist eine super hilfreiche Möglichkeit und deutlich angenehmer, dann damit eben auch in die Tiefe zu gehen, wenn man zum Beispiel auf 190 Meter Tiefe angeln möchte, dass man da so knapp über den Grund angelt. Das macht schon richtig Bock, damit zu angeln. Das nimmt man natürlich auch gerne mit. Dann gibt es eine kleine Veränderung im Chat. Da bin ich auch noch gespannt, wie sich das wirklich dann auch optisch darstellt. Da heißt es, die automatischen Chat-Benachrichtigungen von Trophäen und seltenen Trophäen werden jetzt getrennt dargestellt. Ja, ich bin wie gesagt sehr gespannt. Was halt auch noch wünschenswert wäre, wäre eine weitere Aufgliederung des Chats oder Ausstellfunktion, dass zum Beispiel nicht hier das kleine Rotauge irgendwie gezeigt wird, sondern vielleicht nur noch Trophäen angezeigt werden oder. Aber da gucken wir mal. Immerhin wird schon mal am Chat gearbeitet. Ja, jetzt kommt ein ganz, ganz wichtiger Punkt und dieser Punkt betrifft alle Rollen im Game. Bei allen Rollen wurde die Schnurkapazität mit einem Durchmesser von mehr als 0,25 mm erhöht. Oder anders gesagt, bei allen Rollen wird die Schnurkapazität ab einem Durchmesser von 0,25 mm erhöht. Das bedeutet, dass wir mit allen Rollen, die eben ja, ab 2,5 mm Schnurkapazität tragen, mehr Schnur draufkriegen. Ja, das ist natürlich ein ganz heftiger Punkt. Wenn wir jetzt also erhöhte Schnurkapazität auf unseren Rollen haben, alles ab 2,5 mm plus, haben wir deutlich mehr Chancen, Fische vielleicht noch besser rauszudrillen. Wir kriegen einfach mehr Schnur auf unsere Rollen. Das wird bestimmt auch richtig gut und richtig schöne Auswirkungen haben, ob das jetzt was Karpfenangeln ist oder. Wir kriegen einfach von den dicken Schnüren etwas mehr Meter drauf. Wie viel das im Einzelnen ist, auch das müssen wir natürlich im Einzelnen bei den Rollen uns anschauen und demnächst dann auch im Discord unsere Listen aktualisieren, wo man dann sieht, wie viel Schnurkapazität die haben. Eine Sache, die mich total von den Socken gehauen hat, und ich muss ja sagen, wow, damit hätte ich im Leben nicht gerechnet, dass das vor allem in diesem Patch kommt. Jerkbait-Montage. Die Effektivität der Jerkbait-Montage wurde erhöht. Bitte? Die Effektivität der Jerkbait-Montage wurde erhöht? Das ist ja der Hammer. Das ist ja der absolute Hammer. Auf einmal wird eine der höchsten Spinning-Montagen vielleicht doch wieder fängig und interessant für noch mehr Fische. Wir können ja jetzt noch mehr testen. Also super spannend, mega gut. Ich freue mich da mega drüber. Endlich eine Weiterentwicklung, muss man ja wirklich sagen. Endlich sind die Jerkbaits nicht mehr so hart genervt. Vielleicht auch nicht mehr nur noch für Hecht interessant. Also da bin ich echt mega gespannt. Ich werde das auf jeden Fall testen, ob es am Yama ist, am Archipel oder natürlich auch hier am Salzmeer. Vielleicht ist das auch tatsächlich was. Jerkbait, so dicke, fette Köder, vielleicht ballert da auch was drauf rein. Ja, und dann kommt direkt der nächste Hammer. Auch der hat mich ein wenig aus den Socken gehauen, nachdem ich 4000 Stunden
nachdem ich viele, viele tausend Stunden den Don Kaulbarsch beangelt habe. Die Anzahl der Fische und die Durchschnittsgrößen des Don Kaulbarsch wurden am Windenbach erhöht. Dankeschön. Und dann kommt der nächste Punkt. Da sagt doch mal einer, RF4 hört nicht auf die Community. In den Einstellungen wurde der Sichtfeldbereich Field of View vergrößert. Das heißt, wir können jetzt mit einem größeren Field of View, also mehr Sichtweite links und rechts, vielleicht dann auch direkt beim Schleppen oder sowas, unsere beiden Routen sehen. Ist das nicht der Hammer? Einfach mal auf Maximum einstellen. Wir werden sehen, wie weit das geht. Aber ich gehe einfach davon aus, dass man einfach mehr sieht. Linke Route, rechte Route beim Schleppen. Zumindest, dass dann die Spitzen noch zu sehen sind. Dass man sieht, okay, links ist Biss, rechts ist Biss. Und nicht immer dieses paranoide links gucken, rechts gucken, links gucken. Wo ist denn jetzt? Bimmelt da was? Ist da was dran? Ist da? Sehr, sehr, sehr gut. Auch das top. Und auch das kommt mir schon altbekannt vor aus einem Q&A, was wir vor vielen, vielen Monaten hatten, mit der Frage, ja, wäre es denn nicht möglich, dass wir, wenn wir uns einloggen ins Game, nicht dann schon auswählen können, auf welche Map wir wollen, so wie bei zum Beispiel The Hunter Call of the Wild. Und ja, auch da wurde reagiert. Und wir haben jetzt quasi die Möglichkeit, in den Einstellungen, steht hier, wurde eine Option hinzugefügt, die es ermöglicht, nach dem Login direkt im Reisebildschirm zu starten. Das heißt, wir loggen ein, sind im Reisebildschirm und sagen dann, okay, ich möchte die und die Map laden, anstatt reingehen, die Map lädt und man geht sofort auf die nächste Map und die Map lädt wieder. Sehr, sehr gut. Ja, das betrifft jetzt vielleicht nicht ganz so viele Spieler. Das ist jetzt eine Option. Die haben halt auch nicht viele Spieler frei. Wahrscheinlich auch eher Streamer. Beim Admin-Wettbewerb ist die Liste der Spieler in der Registrierungsphase jetzt nur für den Host verfügbar. Also wahrscheinlich, auch das müssen wir uns anschauen. Das werden wir natürlich auch sehen. Sieht vielleicht nicht mehr jeder, wie viele Spieler und welche Spieler alle mitmachen. Ja, ist, glaube ich, für die meisten Spieler kein wichtiger Punkt, aber auch das wurde geändert. Ja, auch das natürlich mega gut. Auch das fehlt ja eigentlich zu dem oberen Punkt. Alle Spieler haben natürlich eine einmalige, kostenlose Rückgabe der investierten Fähigkeitspunkte. Also das wahrscheinlich genau das, was man eben auch hat, wenn man O drückt, oben in dem Bereich, kann man ja einmal die Skillpunkte zurücksetzen. Auch diese Fertigkeit wird wohl da sein, dass wir einmal alles zurücksetzen können. Achtung, auch da gut überlegen, wo die Punkte reingehen. Ich denke, auch da werde ich nochmal ein Video zu machen. Und der wichtigste Punkt, und das betrifft eigentlich eher sogar die hochleveligen Spieler, dass man sich wirklich Punkte aufhebt, vielleicht sogar viele Punkte aufhebt für die später kommenden Montagen. Denn wir wissen natürlich nicht, welche Montage ist am Ende super effektiv. Oder brauchen wir alle Montagen beim Meeresangeln? Oder sind vielleicht ein, zwei Montagen gar nicht so interessant? Also da müssen wir tatsächlich jetzt viel, viel testen und gucken und dann natürlich Stück für Stück unsere Skillpunkte investieren. Ja, und als letzter Punkt, die Spielwelt wurde zurückgesetzt. Heißt natürlich für alle wieder, wir fangen bei Null an. Nein, Blödsinn, wir fangen an bei Null. Information zu aktuellen Spots bedeutet also, wir suchen wieder neue Stellen, suchen, egal auf welcher Map, wo sich die Fische wieder aufhalten. Bedeutet also, wenn wir gestern noch an der und der Stelle gut gefangen haben, ist es höchstwahrscheinlich so, dass es heute nicht mehr so gut weiterläuft. Heißt aber auch wieder testen, testen, testen. Ja, so viel dazu. Das sind mal wirklich richtig, richtig krasse News. Ein heftiges Update mit einer absolut krassen Map.
mit mega viel Spaß und Content. Wir haben so viel zu tun. Wow. Ich bin total begeistert. Ich habe richtig Bock. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs, Freitags immer um 19 Uhr. Von daher Daumen da lassen, Kanal abonnieren und ab geht es ans Meer.